wachsende Macht der katholischen Kirche in praktisch jedem Zweig des nationalen Lebens der USA führte dazu, dass es heute bereits ein Wagnis ist, auf dem Gebiete der öffentlichen Meinungsbildung hinsichtlich der katholischen Kirche Diskretion oder Klugheit außer Acht zu lassen. Man könnte zahllose Beispiele anführen, wie sich selbst große Tageszeitungen in diese Lage schickten und manchmal sogar bestimmte Nachrichten einfach totschwiegen, um sich nur ja nicht den Zorn der katholischen Hierarchie zuzuziehen. Der Druck der katholischen Kirche auf die Presse wird weit mehr, als man gewöhnlich annimmt, mit Hilfe des Anzeigengeschäfts ausgeübt. So geschah es in dem bekannten Fall des Herausgebers David Smart, dem die katholische Kirche vor dem Zweiten Weltkrieg, Zitat, durch die Boykottmaßnahmen des Whisky-Inserenten in seiner Zeitschrift Ken and Esquire den Angstschweiß aus den Poren trieb. Zitat Ende. George Selde, The Catholic Crisis. Solche Fälle häuften sich im Laufe der Jahre. Dieselben Methoden wendet die Kirche mit Hilfe ihrer Beauftragten gegen Buchverleger an. Die meisten Verleger prüfen ein Buch, bevor sie es veröffentlichen, darauf hin, wie die katholische Kirche es aufnehmen wird. Die katholische Kirche kann nicht nur die Wirkung eines Buches paralysieren und das Buch selbst zum Tode verurteilen, sondern auch zum Angriff gegen das Verlagsunternehmen übergehen, indem sie Tausenden von Buchhändlern untersagt, dieses Buch oder andere Bücher desselben Autors oder desselben Verlags in ihr Sortiment zu übernehmen. Durch all diese Aktionen der Kirche steht das Leben des durchschnittlichen USA-Bürgers einmal unter dem mittelbaren Einfluss, den die katholische Kirche durch den dauernden Druck auf die Presse ausübt, und zum anderen unter den unmittelbaren Einfluss der von der NCWC gelenkten katholischen Presse. Das Vordringen des Katholizismus in den USA hat aber auch noch andere Ursachen, die im Allgemeinen wenig bekannt sind. Eine dieser Ursachen ist die Tatsache, dass die Mehrheit der katholischen Bevölkerung in den städtischen Zentren der USA lebt. Und jeder weiß, dass es in allen entwickelten Ländern die Stadtbevölkerung ist, die dem kulturellen, sozialen und politischen Geschehen ihres Landes den Stempel aufdrückt. Die Massen in den Städten beeinflussen entscheidend alle Fragen von nationaler Bedeutung. Nach Schätzungen des Bischofs Noll lebten 1945 in den 50 wichtigsten Städten der USA 9 Millionen Katholiken, mehr als Nicht-Katholiken in allen Städten der USA zusammen. Chicago hat bei einer Bevölkerung von etwa 3,6 Millionen 1.627.164 Katholiken. In der Erzdiözese Boston leben 1.133.075 und in New York 1.113.132 Katholiken. Auf den starken Anteil der Katholiken an der Bevölkerung der städtischen Zentren der USA ist es zurückzuführen, dass sie eine bemerkenswerte Kraft darstellen, mit der jeder Politiker vom Stadtrat bis zum Präsidenten rechnen muss. Eine weitere Ursache für die große Stärke und das rasche Vordringen des Katholizismus in den USA liegt darin, dass sich die katholische Kirche im Gegensatz zu den anderen 265 anerkannten Religionsgemeinschaften zu einem festgefügten Block zusammengeschlossen und alle ihre Kräfte auf ein Ziel ausgerichtet hat, auf die Umwandlung Amerikas in ein katholisches Land. Diese Einmütigkeit und Entschlossenheit im Handeln führte dazu, dass die katholische Kirche heute die größte aller bestehenden Religionsgemeinschaften in den USA ist. Sie hatte aber auch zur Folge, dass sich in den USA eine besondere Art des Katholizismus entwickelte, die unter der Bezeichnung amerikanischer Katholizismus bekannt ist.
Diese Art des Katholizismus stieß beim Vatikan anfangs auf Ablehnung. Erst nach langer Zeit erkannte der Vatikan seinen großen Wert für die katholische Kirche in den USA und lieh ihm seine volle Unterstützung. Der Mann, der die Initiative zur Vereinigung der amerikanischen Katholiken ergriff, war Reverend Hacker. Er vertrat im vergangenen Jahrhundert den Standpunkt, die katholische Kirche müsse sich amerikanisch geben, wenn sie in Amerika Fortschritte erzielen wolle. Hacker bekämpfte die damals unter den nationalen Gruppen der katholischen Einwanderer herrschende Tendenz, eigene nationale Kirchen zu gründen mit eigenem nationalem Klerus, der in der Heimatsprache predigen sollte. Wenn sich diese Tendenz durchgesetzt hätte, wäre es zur Bildung einer Unzahl verschiedenartiger Kirchen gekommen und die katholische Kirche wäre ebenso wie die protestantischen Bekenntnisse in den USA eine verhältnismäßig unbedeutende religiöse Vereinigung geblieben. Nach noch 1929 gab es zum Beispiel in Chicago 124 englische katholische Kirchen, 38 polnische, 35 deutsche, 12 italienische, 10 slowakische, 8 tschechische, 9 litauische, 5 französische, 4 kroatische und 8 Kirchen anderer Nationalitäten. Die organisatorische und geistige Zusammenfassung aller katholischen Kräfte über die nationalen Eigenheiten der Ursprungsländer hinweg und die Bemühungen, die katholische Kirche in den USA zu einer amerikanischen Kirche zu machen, führten zur Entstehung einer neuen Form des Katholizismus, eines spezifisch amerikanischen Katholizismus. Europäische Kenner der amerikanischen Verhältnisse sehen dies bereits um das Jahr 1870. Eine von ihnen, M. Houghton, stellte damals fest, dass der Katholizismus in den USA etwas spezifisch Amerikanisches an sich hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich die Besonderheiten des amerikanischen Katholizismus bereits deutlich herausgebildet. Die wichtigsten von ihnen waren die amerikanische Tendenz, den aktiven Tugenden den Vorzug vor dem passiven, leidenden Tugenden zu geben und eine gewisse Vorliebe an die ewigen Lehren der Kirche individuell heranzugehen, den Nichtkatholiken Zugeständnisse zu machen und notfalls auch in kluger Voraussicht gewisse Wahrheiten zeitweilig mit Schweigen zu übergehen. Diese Besonderheiten waren sehr wichtig. Ihre Folgen traten in der Haltung der amerikanischen Katholiken zu den Lehren der katholischen Kirche in sozialen und vor allem in politischen Fragen zutage. Diese Probleme, die in Europa schwer zu klären, ja nahezu unlösbar waren, wurden in den USA mit einer Liberalität und in einer Geisteshaltung behandelt, von der in Europa kein Katholik zu träumen gewagt hätte. Diese Haltung erlaubte den amerikanischen Katholiken mit den Protestanten zusammenzuarbeiten und den religiösen, sozialen und politischen Extremismus zu vermeiden, der anderswo immer wieder die Quelle großer Verbitterung war. Bei den Präsidentenwahlen 1928 betrat der amerikanische Katholizismus zum ersten Mal im großen Maßstab die politische Bühne des Landes. Damals verkündete Gouverneur Smith, der katholische Präsidentschaftskandidat, sein politisches Credo, das von der überwiegenden Mehrheit der amerikanischen Katholiken gebilligt wurde, als Antwort auf die Lösung der Gegenpartei, Zitat, wir wünschen nicht den Papst im Weißen Haus, Zitat Ende, und auf die Frage manches ehrlichen Amerikaners, ob jemand loyaler Amerikaner und treuer Katholik zugleich sein könne, erklärte Alfred Smith, Zitat, folgendes ist mein Glaubensbekenntnis als amerikanischer Katholik. Ich glaube an die Anbetung Gottes gemäß der Lehre und der Praxis der römisch-katholischen Kirche. Ich erkenne keine Macht innerhalb meiner Kirche an, die sich in die Handhabung der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika oder in die Durchführung der Gesetze unseres Landes einmischt. Ich glaube an die absolute Gewissensfreiheit aller Menschen und an die Gleichheit aller Kirchen. An die völlige Trennung von Kirche und Staat. Zitat Ende.
Das waren neue Töne in der Geschichte des Katholizismus. Die Mehrheit der amerikanischen Katholiken und ein großer Teil der amerikanischen Hierarchie unterstützten Smith öffentlich. Aber lehrte die Kirche nicht mit aller Klarheit, der Staat dürfe sich nicht von der Kirche trennen und ein Katholik dürfe schon deshalb nicht an die Gleichheit aller Kirchen glauben, weil der Katholizismus die einzig wahre Religion sei? Alle anderen Religionen, so wird doch gelernt, seien falsch und dürften daher keinesfalls der katholischen Kirche gleichgestellt werden. Alle Katholiken hätten den Lehren des Papstes zu folgen. Hieß das nicht eindeutig, dass ihnen nicht gestattet ist, jemals für wahre Demokratie, für Pressefreiheit und für ähnliche liberale Prinzipien einzutreten? Die Haltung der amerikanischen Katholiken beunruhigte den Vatikan jahrzehntelang, aber der Vatikan war weise genug, diese neue Form des Katholizismus nicht allzu offen abzulehnen, als die amerikanischen Katholiken begannen, ihre Auffassung öffentlich zu verkünden und dabei die Unterstützung der amerikanischen Hierarchie fanden. Er gewährte, was es nie zuvor gegeben hatte, dem religiösen Denken einen gewissen Spielraum. Aber dass der amerikanische Katholizismus bestimmen wollte, was die Kirche zu lehren hatte, anstatt zu akzeptieren, was sie tatsächlich lehrte, sah er nach wie vor als eine äußerst gefährliche Tendenz an. Was veranlasste den konservativen Vatikan, seine doktrinäre Starrheit im Falle Amerikas etwas zu lockern und dem amerikanischen Katholizismus zugestehen, was er in Europa nie und nimmer zugestanden hätte? Den Ausschlag bei diesem Entschluss gab sicherlich der schon damals in groben Umrissen vorliegende Plan, die USA zu einem Kraftzentrum des Katholizismus zu machen. Der Vatikan wurde sich bewusst, dass eine Übertragung seiner starren Prinzipien auf die amerikanische Kirche diese zu sehr im Gegensatz zum Liberalismus, zum Unabhängigkeitsgedanken und zu allgemeinen Konzeptionen des amerikanischen Lebens gebracht und nicht nur die Nichtkatholiken abgeschreckt, sondern auch viele amerikanische Katholiken vor dem Kopf gestoßen hätte. Deshalb entschied er sich, die Umwandlung des europäischen konservativen Katholizismus in einem liberalen und, in Anführungsstrichen, fortschrittlichen amerikanischen Katholizismus zu dulden. Der Vatikan gestattete der amerikanischen Hierarchie, sich nach ihren Gutdünken zu organisieren und in allen Fragen der Propaganda und der Organisation von Rom weitgehend unabhängig zu werden. Der Vatikan gestattete den amerikanischen Katholiken, ihren Widersachern mit der Liberalität zu begegnen, die eine der Grundzüge des amerikanischen Lebens war. Durch diese Entgegenkommen hoffte er, den amerikanischen Katholiken zu erleichtern, die katholischen Lehren und die katholischen Moralauffassungen zu verbreiten und den Einfluss der katholischen Kirche in den USA zu stärken. Die Überlegungen des Vatikans erwiesen sich als richtig. Er kann jetzt die ersten Früchte seines Entgegenkommens ernten. Wie weit er dem amerikanischen Katholizismus erlauben wird, sich in grundsätzlichen Fragen von traditionellen europäischen Katholizismus zu entfernen, ist eine Frage, die wir heute nicht beantworten können. Das wird im Wesentlichen von dem weiteren Vordringen des Katholizismus in den USA, von dem Gang der Weltpolitik und nicht zuletzt von der Tiefe der Erschütterung abhängen, die in den kommenden Jahren Europa mehr als andere Kontinente heimsuchen werden. Wie weit die katholische Kirche auch gehen mag, um ihren Geist dem einer modernen Gesellschaft anzupassen und welche Freiheiten sie den amerikanischen Katholizismus gewähren mag, versteht, dass sie von ihrem Hauptziel nicht eine Jota abweichen kann. Sie wird nie ihre grundsätzliche Feindschaft gegen eine wirklich demokratische Volksfreiheit aufgeben, weil eine solche Freiheit ihrer eigenen Doktrin radikal entgegengesetzt ist. Die Großzügigkeit, mit der der Vatikan den amerikanischen Katholizismus gewähren lässt, ist im Wesentlichen eine taktische Maßnahme zur katholischen Durchdringung der USA,
wenn sie auch einen ganzen Kontinent umfasst und Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte dauern kann. Man sollte sich stets vor Augen halten, dass die katholische Kirche in den USA trotz ihrer gewaltigen Fortschritte in den letzten Jahren nach wie vor eine, wenn auch mächtige, Minderheit darstellt. Sie muss daher vorsichtig sein und darf ihre wahren Ziele nicht zu früh und nicht zu offen enthüllen, weil sie nicht vorzeitig eine Opposition auf den Plan rufen, die zu überwinden sie nicht imstande sein wird. Dennoch wagte der amerikanische Katholizismus bereits etwas von seinen wahren Absichten in der Innenpolitik und in der Außenpolitik der USA aufzudecken. Er versuchte auch schon in den USA das zu tun, was er in der alten Welt seit Jahrhunderten betreibt, die Gesellschaft in Richtung seiner sozialen Prinzipien und Direktiven umzugestalten und sich der westlichen Macht einer großen Nation zur Förderung der religiösen Interessen der katholischen Kirche im Ausland zu bedienen. Er unternahm diesen Versuch in den USA, in einem Lande, dessen Bevölkerung überwiegend protestantisch ist. Wir haben bereits gesehen, worin die globale Politik der katholischen Kirche hinsichtlich der Gesellschaft im Allgemeinen besteht und wie die katholische Kirche in das soziale und politische Leben der Nationen eingreift, um es nach ihren Prinzipien umzugestalten. Unsere Untersuchungen über die europäische Politik haben das sehr deutlich gezeigt. Die wahren Ziele der katholischen Kirche in den USA unterscheiden sich nicht von den Zielen der katholischen Kirche in Europa. Lediglich der Weg, auf den man diese Ziele erreichen will, ist in Amerika ein anderer. Ein Hauptmerkmal der katholischen politischen Prinzipien bezüglich der modernen Gesellschaft ist Förderung des autoritären Gedankens. Die politischen Prinzipien des Vatikans sind den Prinzipien der sozialen und politischen Demokratie entgegengesetzt. Die gesamte Politik der katholischen Kirche seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts besteht in unaufhörlichen Versuchen, durch eigene Bemühungen und durch Bündnisse mit nicht-religiösen Bewegungen den Nationen den Weg zu Fortschritt und Demokratie zu versperren. Daher rührt auch ihre fortgesetzte unmittelbare und mittelbare Einmischung in das politische Leben Europas, daher rührt ihre Vorliebe für die faschistischen Diktaturen. In Amerika hielt sich die katholische Kirche vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bereits für stark genug, den Kopf ein wenig zu heben und der Welt ihr wahres Gesicht zu zeigen. Die letzten Ziele der katholischen Kirche in Amerika wurden sehr klar und unmissverständlich in einem offiziellen Buch niedergelegt, das den Stempel der päpstlichen Billigung trägt und an den katholischen Universitäten als Lehrbuch Verwendung findet. Es wurde von dem Leiter der Abteilung für soziale Aktion, der NCWC, verfasst und heißt »The State and the Church« von Monsignore J. A. Ryan und M. F. X. Millar. Es wurde 1940 unter dem Titel Catholic Principles of Politics neu aufgelegt. In diesem Buch wird auch ausdrücklich gesagt, dass es nur eine wahre Religion gebe, den Katholizismus, und dass sich die katholische Kirche auch in den USA zur Staatskirche entwickeln müsse. Dies stimme mit den fundamentalen Lehren der Päpste überein. Zitat: Der Staat muss die wahre Religion anerkennen. Zitat Ende. Leo XIII. Mit anderen Worten, der Katholizismus muss den Vorzug vor allen anderen Religionen haben. Ja, der Staat ist sogar verpflichtet, die Kirche zu helfen, alle anderen Religionen zu vernichten. Diese Auffassung berührt auf der autoritären Äußerung Leos XIII. In seiner Enzyklika der Katholizismus in den Vereinigten Staaten von Amerika, in der er die Trennung der Kirche vom Staat verurteilte. Was würde aber mit den vielgepriesenen amerikanischen Prinzipien der Gewissensfreiheit, der Freiheit des Individuums, der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit und so weiter geschehen, auf die viele Amerikaner noch heute so stolz sind?
Was würde auf religiösem Gebiet geschehen, wenn der Katholizismus in den USA an die Macht käme? Weil alle Religionen, ausgenommen die katholische, Irrlehren seien, dürfe man ihnen nicht gestatten, die zu verleiten, die sich in den Schoß der katholischen Kirche geflüchtet hätten. Deshalb wolle man zwar den Angehörigen der anderen religiösen Bekenntnisse in den USA in Anführungsstrichen erlauben, sich zu ihrem Glauben zu bekennen und auch Gottesdienste abzuhalten, diese Gottesdienste dürften aber nur im Familienkreise und so unauffällig stattfinden, dass sie weder Anstoß erregen noch die wahren Gläubigen irreleiten können. Das hieß also, dass in einem katholischen Amerika die Religionsfreiheit weitgehend eingeschränkt, wenn nicht gar völlig aufgehoben würde. Diese Anmaßung berührt auf der bekannten katholischen Doktrin, dass niemand das Recht habe, die Verbreitung einer Irrlehre zu dulden. Warum? Weil der Papst es so deklariert hat und weil die Führer der amerikanischen Katholiken ebenso wie er behaupten, dass, Zitat, der Irrtum nicht die gleichen Rechte für sich beanspruchen kann wie die Wahrheit, Zitat Ende. Wir müssen hieraus den Schluss ziehen, dass die katholische Kirche bestrebt ist, die Vereinigten Staaten auf demselben Weg zu führen, auf den sie die katholischen Staaten Europas, Franco-Spanien, Vichy-Frankreich, Tiso-Slowakei und nicht zuletzt Italien Mussolinis geführt hat. Diese Gedankengänge der katholischen Kirche sind nicht etwa auf einen engen Kreis katholischer Theoretiker oder Kirchenführer beschränkt, sondern wurden von den geistlichen Sturmtruppen der Kirche, den Jesuiten, schon vor dem Kriege öffentlich propagiert, indem sie die demokratischen Institutionen der Vereinigten Staaten zu attackieren begannen. Am 17. Mai 1941 war in dem Presseorgan der amerikanischen Jesuiten America zu lesen, Zitat: Wie haben wir Katholiken diese Zivilisation, die sich demokratisch nennt, verabscheut und verachtet? Heute fordert man nun von den amerikanischen Katholiken ihr Blut für die besondere Art der weltlichen Zivilisation zu opfern, die sie seit 4 Jahrhunderten heroisch bekämpfen. Zitat Ende. Da diese starken Worte offenbar noch nicht deutlich genug waren, prophezeite derselbe Presseorgan eine soziale Umwälzung in den USA. Zitat: Die christliche, sprich katholische, Religion fängt dort an, wo wir uns dazu durchringen, uns von der bestehenden sozialen Ordnung zu trennen, statt uns von ihr begraben zu lassen. Zitat Ende. Solche Gedankengänge mussten einem Amerikaner fantastisch vorkommen, obwohl sie in Europa bereits weitgehend verwirklicht waren. Ihre Realisierung in den USA wurde durch den Schlag von Pearl Harbor zeitwillig zurückgestellt. Offiziell unterstützte die katholische Kirche, die schon immer ein Meister in der Kunst der Haarspalterei war, diese Pläne nicht. Sie fuhr im Gegenteil fort, die Demokratie und alles, was den amerikanischen Menschen teuer war, mit hochtönenden Worten zu preisen, aber gleichzeitig bereitete sie eine kleine Gruppe ihrer Gläubigen unter der Führung von Reverend Coughlin für die neue Aufgabe vor. Coughlin konnte bei allem, was er predigte, schrieb oder über den Rundfunk verbreitete, auf die stille Zustimmung der amerikanischen Hierarchie bauen. Denn, Zitat, jeder Priester, der in Tageszeitungen oder Zeitschriften ohne bischöfliche Genehmigung Artikel veröffentlicht, verstößt gegen den Kanon 1386 des kanonischen Rechts. Zitat Ende. Tausende Amerikaner lasen Kaugens Zeitung Social Justitia, Millionen hörten seine Rundfunkreden. Was predigte er? Er predigte kurz gesagt das autoritäre Prinzip, das zu dieser Zeit im katholischen Europa im Schwange war.
Er vermischte den italienischen Faschismus und den deutschen Nazismus zu einer neuen Variante der Diktatur, die in gewisser Beziehung auf die amerikanische Lebensweise und auf das amerikanische Temperament abgestimmt war. Aber Kochlin predigte nicht nur, er handelte auch. Seine Taktik unterschied sich in manchen Dingen von der seiner europäischen Kollegen. Er vergaß nie, dass das Land, in dem er wirkte, die Vereinigten Staaten waren. Trotzdem erinnerten seine Methoden häufig an die ähnliche, bereits an die Macht gelangten Bewegung in Europa. So bemühte er sich ebenfalls, alle Kräfte, auch nicht-katholische, um sich zu sammeln, die den gleichen Hass gegen gewisse Dinge hegten und die gleichen Ziele in sozialen und politischen Fragen verfolgten wie er und seine klerikalen Hintermänner. Durch eine geschickte Taktik erlangte er die Mehrheitskontrolle über America First Bewegung, die vor allem von ultranationalistischen Elementen des Unternehmertums getragen wurde. Kauklin und die Führer der America First Bewegung planten die Umwandlung der Bewegung in eine große politische Partei. Dies sollte durch den Zusammenschluss der Bewegung mit Kauklins Millionen Rundfunkhörer erreicht werden. Man ging in der Nachahmung des europäischen Faschismus so weit, dass man in diesem frühen Entwicklungsstadium bereits eine private Armee aufstellte, die den Namen in Anführungsstrich Christlicher Front erhielt. Sie sollte der Sturmtrupp für Kauklins christliche Revolution werden. In vielen Teilen der USA wurden Sportvereine gegründet, die eine Vorliebe für die halbmilitärische Ausbildung und für den militärischen Drill ihrer Mitglieder zeigten, aber der Charakter der Kauklin-Bewegung erregte den Verdacht der amerikanischen Behörden. Kauklins Zeitung Sozialjustiz wurde als verräterisch verboten. Eine Reihe Sportclubs in christlichen Front, zum Beispiel am 13. Februar 1940 der Brooklyn Sportclub, wurde aufgelöst. Mehr als einmal erklärte Kauklin, dass er, wenn nötig, auch mit Gewalt nach der Macht greifen werde. So schrieb er einmal in Social Justice, Zitat, »Seid gewiss, wir werden euch bekämpfen, auf Francos Art«, Zitat Ende. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs versuchte sich Kauklin als Prophet, Zitat, »Wir sagen schon heute, dass die amerikanischen Nationalsozialisten, unter diesem oder einem anderen Namen organisiert, voraussichtlich die Regierungsgewalt auf diesem Kontinent übernehmen werden. Das Ende der Demokratie in Amerika ist gekommen. Zitat Ende. Die amerikanische katholische Hierarchie konnte sich nicht erlauben, Kauklins Tätigkeit offen zu unterstützen. Sie war sogar gezwungen, sich zeitweilig von ihm zu distanzieren, um nicht ihre weit verzweigte Arbeit zur Durchdringung der amerikanischen Gesellschaft zu gefährden. Aber das änderte nichts daran, dass sie Kauklins Tätigkeit mit großer Sympathie verfolgte, ihn sogar im Geheimen unterstützte und ihm ihrem Segen gab. So erklärte 1936 Kauklins kirchlicher Vorgesetzter Bischof Gallagher nach der Rückkehr von einer Reise nach Rom, wo er mit dem Papst ausführlich über Kauklins Tätigkeit gesprochen hatte, Zitat, Reverend Kauklin ist ein ungewöhnlicher Priester, seine Stimme ist die Stimme Gottes. Zitat Ende. Am 29. Juli 1941 nannte ein Franziskanermönch in New York Kauklin einen, in Anführungsstrichen, zweiten Christus. In den folgenden Jahren forderten katholische Geistliche offen Kauklins Rückkehr in das politische Leben der USA. Zitat, es wird der Tag kommen, an dem das Land einen Kauklin dringend brauchen wird. Wir müssen uns stark machen, damit der Tag uns nicht unvorbereitet finde. Zitat Ende. Die Spitzen der katholischen Kirche in den USA bekundeten in dieser Zeit häufig ihre Sympathien für den Faschismus. Kardinal Hayes
Erzbischof von New York wurde von Mussolini nicht weniger als viermal mit hohen Orden ausgezeichnet. Kardinal O'Connell nannte Mussolini einen Genius, den Gott Italien gesandt habe. Im Jahre 1941 zählten Gauklings Anhänger, einschließlich der America First Bewegung und alle Sympathisierenden, etwa 15 Millionen Menschen. Pearl Harbor setzte all dem ein plötzliches Ende. Aber die nächsten Schritte wurden noch während des Krieges im Stillen vorbereitet und zeichneten sich zu dem Zeitpunkt, als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fielen, bereits deutlich ab. Neben der ungeheuren Aktivität der amerikanischen katholischen Kirche, die vor allem mit Hilfe der NCWC entwickelt wird, mögen die gegen die amerikanische Demokratie gerichteten Lehrbücher an den katholischen Universitäten die Tatsache, dass amerikanische Kardinäle sich von Mussolini Orden anhängen ließen und die Existenz eines Reverend Coughlin und seiner in Anführungsstrichen christlichen Front verhältnismäßig nichtig schienen. Und doch ist diese Kehrseite der amerikanischen katholischen Kirche sehr aufschlussreich. Sie zeigt uns, dass der Katholizismus, wenn er seinen Vormarsch in den kommenden Jahren fortsetzt, durchaus fähig ist, das Schicksal der USA in einem Sinne zu beeinflussen, der den Traditionen und dem Geist des amerikanischen Volkes widerspricht. Die katholische Kirche in den USA wartet heute nur auf den Zeitpunkt, der es ihr gestattet, offener aufzutreten und ihre wirklichen Ziele darzulegen. Sie nutzt mit raffinierten Mitteln ihren relativ großen Einfluss aus, um nicht nur ihre innenpolitische, sondern vor allem auch ihre außenpolitische Stellung zu stärken und auf diesem Wege ihre Politik in anderen Teilen der Welt voranzutreiben. Diese Feststellung mag manchen unglaubhaft scheinen, aber sie stützt sich auf Tatsachen. Wir brauchen uns nur an zwei markante Ereignisse der letzten Jahrzehnte zu erinnern. In dem Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg brach in Mexiko eine Revolution aus. Die katholische Kirche und die großen amerikanischen Ölkonzerne hatten von einer Änderung der Machtverhältnisse in diesem Land am meisten zu befürchten. Beide übten durch ihre wirtschaftliche Macht einen großen Einfluss auf die inneren Angelegenheiten Mexikos aus. Das Programm der neuen mexikanischen Regierung sah eine wesentliche Beschränkung dieses Einflusses vor. Unter anderem sollten die Ölkonzerne enteignet werden. Das rief die Kirche und die Ölkonzerne gemeinsam auf den Plan. Kirche und Öl, die an sich nichts miteinander gemein hatten, fanden sich ohne zu zögern in einem engen Bündnis zusammen. Die katholische Kirche organisierte eine bewaffnete Kontrarevolution und hetzte die mexikanischen Katholiken auf, ihren Präsidenten zu ermorden. Die amerikanische Hierarchie mobilisierte durch eine zügellose Gräuelpropaganda ihre 20 Millionen Anhänger in den USA gegen ihr Nachbarland und forderte offen eine bewaffnete Intervention der USA. Diese Forderung wurde von den Ölkonzernen nachdrücklich unterstützt und hatte beinahe Erfolg gehabt. Die USA machten einen beträchtlichen Teil ihrer an der mexikanischen Grenze stationierten Luftstreitkräfte mobil. Näheres darüber erfahren wir im folgenden Kapitel. Der zweite Fall ereignete sich wenige Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Als 1936 der spanische Bürgerkrieg begann, konzentrierte der Vatikan seine Anstrengungen darauf, den katholischen Rebellen so viel Unterstützung wie möglich zukommen zu lassen und die Republik von jeglicher Hilfe abzuschneiden. Hitler und Mussolini stellten Soldaten und Waffen zur Verfügung, Frankreich schloss seine Grenzen und das konservative England half den faschistischen Putschisten mit seiner heuchlerischen Nicht-Einmischungspolitik. Aber all das befriedigte den Vatikan noch nicht.
Die Hilfe, die Spanien von der Sowjetunion erhielt, konnte das alles nicht ausgleichen, zumal da die Westmächte einen eisernen Ring um die Republik gelegt hatten. Der einzige Markt, der dem republikanischen Spanien offen stand, waren die USA. Von den spanischen Rebellen erhob sich daher die äußerst wichtige Aufgabe, der spanischen Republik auch diese letzte Hoffnung zu rauben. Mussolini und Hitler konnten aus taktischen Gründen von Washington nicht die Einstellung der Lieferung an das republikanische Spanien verlangen. So nahm sich der Vatikan diese Aufgabe an. Er begann mit Hilfe des gesamten Apparates der amerikanischen katholischen Kirche in den USA eine der skrupellosesten Verleumdungs- und Hetzkampagnen, die die Welt je gesehen hat. Presse, Rundfunk, Kanzel und Schule, alles stellte der Vatikan in den Dienst dieser Kampagne. Schließlich wandte er sich unmittelbar an Präsident Roosevelt und erreichte, was er wollte. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, auf die engen Beziehungen hinzuweisen, die zwischen Präsident Roosevelt und dem Vatikan bestanden. Einiges über sie haben wir bereits erfahren, als wir die Vermittlungsversuche Roosevelt zwischen Moskau und dem Vatikan schilderten. Der Papst und der amerikanische Präsident konnten einander in ihrer Politik durchaus ergänzen. Der Vatikan war interessiert, sich die Hilfe der USA in einem möglichen europäischen Krieg zu sichern, dessen letztes Ziel die Vernichtung der Sowjetunion sein sollte. Roosevelt war interessiert, sich die Stimmen der katholischen Wähler für die nächste Präsidentenwahl zu sichern. Außerdem konnte der Vatikan ihm wertvolle Dienste erweisen bei der weiteren Verstärkung des USA-Einflusses in den lateinamerikanischen Staaten. Schließlich beabsichtigte er, sich den vatikanischen Einfluss in Europa, vor allem im Fall eines Krieges, zunutze zu machen. Das waren die politischen Gegebenheiten, die beide Seiten bekannt waren, als der Vatikan im Herbst 1936 zu handeln begann. Kardinalstaatssekretär Pacelli reiste im Auftrag des Papstes seinen Besuch in die USA. Es mag ein Zufall sein, dass der Besuch seiner Zeit erfolgte, als in den USA die Präsidentenwahlen vor sich gingen. Kardinal Pacelli traf am 9. Oktober 1936 in New York ein, verbrachte einige Wochen in den Oststaaten und unternahm dann eine Blitztour durch den mittleren und fernen Westen. Am 1. November war er wieder in New York und hatte am 6. November nach Roosevelts Wiederwahl eine längere Unterredung mit dem Präsidenten. Dies geschah, das sei um des Gegensatzes willen hier erwähnt, zur gleichen Zeit, da der katholische geistliche Coquelin den Amerikanern riet, Roosevelt mit Kugeln von seinem Präsidentenstuhl zu verjagen, falls sie seine Wiederwahl nicht mit dem Stimmzettel verhindern könnten. Pacelli und Roosevelt sprachen in der Unterredung über die Möglichkeiten der USA, unter dem Deckmantel der Neutralität bei der Zerschlagung der Spanischen Republik mitzuwirken und über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vatikan und Washington. Anschließend begannen die Geheimverhandlungen zwischen Pius XI. Und Roosevelt. Sie wurden bis 1939 fortgesetzt, ohne jedoch zu konkreten Resultaten zu führen, da kabelte am 16. Juni 1939 der römische Korrespondent der New York Times eine Mitteilung des Vatikans nach den USA, in der es hieß, dass man von Papst Pius XII., dem bisherigen Kardinalstaatssekretär Pacelli, Zitat, in Kürze Schritte erwarten könne, die der Aufnahme normale diplomatische Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und den Vereinigten Staaten dienen sollen. Zitat Ende. Am 29. Juli 1939 traf Kardinal Eugenio Gaspari in New York ein und unterhandelte drei Tage lang mit Erzbischof Spelman. Seine Mission hatte den Zweck, die juristischen Grundlagen für eine mögliche Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem State Department und dem Heiligen Stuhl vorzubereiten. New York Times, 29. Juli 1939.
Die Hauptschwierigkeit bei der Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem Weißen Haus bestand darin, dass Roosevelt ohne die Zustimmung des Kongresses keinen regulären Botschafter zum Vatikan entsenden und keinen päpstlichen Nunzius in Washington empfangen durfte. Aber dank der Kompromissbereitschaft Pius XII. Fand man bald einen Ausweg, der den USA auch ohne die Zustimmung des Kongresses eine diplomatische Vertretung beim Vatikan sicherte. Im Dezember 1939 nahmen die USA, die sich seit 1867 geweigert hatten, den Vatikan anzuerkennen, mit ihm durch die Ernennung Mr. Myron Taylors zum persönlichen Botschafter des Präsidenten beim Papst diplomatische Beziehungen auf. Und das geschah in den protestantischen USA ohne ernsthafte Gegenstimmen. Myron Taylor, ein Millionär, einflussreiches Mitglied des Episkopats, war ein intimer Freund Roosevelts und Pius XII. Und zugleich ein Bewunderer des Faschismus. Deshalb akzeptierten ihn sowohl die Protestanten als auch die Katholiken, das Weiße Haus, ebenso wie der Vatikan und Mussolini. Man erinnerte sich in Italien sehr wohl, dass Taylor am 5. November 1936 erklärt hatte, Zitat, die Welt kann nicht umhin, die Erfolge des Ministerpräsidenten Mussolini bei der Disziplinierung seiner Nation zu bewundern. Zitat Ende. Anlässlich des italienischen Überfalls auf Abessinien hatte Taylor öffentlich geäußert, Zitat, ein neues italienisches Imperium blickt heute in die Zukunft. Es trägt als Führer und Verwalter die Verantwortung für ein rückständiges Volk von 10 Millionen Seelen. Zitat Ende. New York Times, 6. November 1936. So begannen die diplomatisch-politischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Washington. Bis zum Tode Präsident Roosevelts änderte sich daran nichts. Wir sahen diese Beziehung bereits am Wirken, als wir uns mit Italien, Deutschland und der Sowjetunion befassten. Mehr als einmal eilten Mr. Sumner Wells, der damalige Außenminister, Mr. Taylor, Monsignore Spellman, Mr. Tittmann und Mr. Flynn über den Atlantik nach Rom. Sie alle wurden je nach den Erfordernissen der Situation ausgesandt als inoffizielle Botschafter der USA beim Heiligen Stuhl. Die Gemeinsamkeit der amerikanischen und der vatikanischen Interessen in zahlreichen innenpolitischen und außenpolitischen Fragen war dieser engen Verbindung ungemein förderlich. Die Stärke des Vatikans in diesem Bündnis war seine Rolle als Vermittler zwischen den kriegsführenden Parteien und die Autorität, die er in vielen katholischen Ländern genoss. Die Aktivposten der USA waren ihre schier unerschöpflichen wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Hilfsquellen. Diese Kräftekombination veranlasste beide Mächte, ihre Politik aufeinander abzustimmen. Dies erwies sich als sehr nützlich für beide Partner und führte zu einer weiteren Stärkung des päpstlichen Einflusses innerhalb und außerhalb der USA. Ein französischer Diplomat, der im Kriege Botschafter beim Vatikan war, schrieb über die vatikanische amerikanische Zusammenarbeit dieser Zeit, Zitat, nur wenige Menschen in Europa wussten von der engen Union, die zwischen den beiden Mächten, den USA und dem Heiligen Stuhl bestand, in jedem Fall, in dem eine vereinte Aktion gerechtfertigt schien, handelten beide gemeinsam. Zitat Ende. Auch nach dem Amtseintritt des neuen Präsidenten und der Beendigung der Feindseligkeiten änderte sich an diese engen Verbindungen nichts. Die mit der Bezeichnung persönliche Botschafter des Präsidenten bemäntelte Einrichtung einer diplomatischen Vertretung bei Vatikan, die 1939 als eine zeitweilige Maßnahme hervorgerufen durch die Erfordernisse des Krieges,
gedacht war, blieb auch nach Eintritt der Waffenruhe bestehen. Man erklärte, sie habe sich in den Kriegszeiten so bewährt, dass man in Zukunft nicht ohne sie auskommen könne. Eine Abberufung des Botschafters sei weder für dieses noch für das nächste Jahr noch für einen anderen Zeitpunkt vorgesehen. Sie werde erst erfolgen, wenn tatsächlich der Friede in der ganzen Welt regiert. Diese Erklärung Trumans rief im ganzen Lande Missstimmung hervor. Einflussreiche amerikanische Kreise sahen in der Beibehaltung der Mission Taylors die Bevorzugung einer Kirche vor den anderen Kirchen und forderten die Einsetzung einer Untersuchungskommission des Kongresses, die diese Fragen der Finanzierung, Autorisierung und Verantwortlichkeit der Mission prüfen und entscheiden sollte. Diese Kreise brachten ihren Unwillen darüber zum Ausdruck, dass der Präsident der Vereinigten Staaten durch die Unterhaltung halbamtlicher Beziehungen zum Vatikan unsere ehrbare amerikanische Doktrin der Trennung von Kirche und Staat untergrabe. Das Weiße Haus erklärte in einer Stellungnahme zu diesem Vorwurf am 28. November 1946, Taylor sei lediglich zu einer Visite, die nicht länger als 30 Tage dauern werde, nach Rom zurückgekehrt, um gewisse Dinge von Bedeutung mit dem Papst zu besprechen.